Also in der Gruppe hat auch Dirk seine Ansätze gekriegt, weil ich reagiere auf die anderen. Je länger ich da bin, sowieso umso mehr. Ich kenne die alle mittlerweile. Ich kenne so die Eigenschaften der Leute. So, ich erlebe sie im Alltag auf dem Hof, wenn keine Therapeuten dabei sind und all das. Ne? Und ich kann mich gar nicht mehr so genau, also ich kann mich an fast keinen Namen erinnern von da. Einen Jürgen gab es da noch und einen Daniel. Und an den Rest kann ich mich eigentlich so namentlich gar nicht erinnern. Ich habe so ein paar Optiken noch so. Und da waren schon ein paar Honks bei, richtige Pflegefälle. Ne? Und da wird auch viel Scheiße gelabert. Und da springe ich natürlich irgendwann drauf an. Ne? Das nervt mich. Ich habe gar keinen Bock auf Gruppe. Draußen scheint die Sonne und der labert nur Scheiße, weißt du? Da springe ich irgendwann drauf an. Ja, wenn er dann erzählt, ich weiß, wie er auf dem Hof ist, und dann in der Gruppe vor dem Therapeuten erzählt, das und das ist sein Plan, das sind die nächsten Schritte, die ich mache. Mensch, halt dein Maul, du bist voll der Laberkopf, Junge. Was erzählst du denn draußen auf dem Hof? So, wenn ich rausgehe, hole ich mir erstmal einen Fünferbeutel und so eine Scheiße. Und hier erzählst du einem vom Pferd, du Ochse. Weißt du? Sag doch, dass du Suchtdruck hast. Weißt du? Da ist auch nichts bei, wir sitzen in der Therapie, sag das doch. So, er ist voll gefickt im Kopf, aber zählt in der Gruppe irgendeinen Scheiß, ne? Ja, und da komme ich nicht immer. Das, ja, das, also wenn ich mir das geben muss, kriege ich da Anfälle drauf. So, das kann er im Einzel machen, den verarschen. Aber doch nicht vor der ganzen Gruppe. Oder wenn, dann mach's so, dass es keiner mitkriegt, weißt du, dass du alle täuscht. Aber doch nicht, lass mich doch hier nicht wissend sitzen, Junge, ich krieg fahr einen Hals auf dich, du Idiot. Ehrlich. Andrucho auch immer so. Und wenn der dann auch, Mensch, laber nicht und so. Und der hat ja voll die Riesenstimme. Und der Große, den ich dann mittlerweile auch sehr lieb gewonnen hatte, schon in der Gruppe, auch aus Lingen, der Lange, der jetzt wieder im Bau sitzt. Wenn die sich aufgeregt haben, dann gab es immer wieder das nächste Thema, Aggression. Und dann meistens, wir mussten uns das ganz oft kneifen, weil wir gemerkt haben, jedes Mal, wenn wir drauf anspringen, dauert die Gruppe noch eine Stunde länger. Verdammt nochmal. Also einfach runterschlucken, halt dein Maul und sag gar nichts. Ich schicke ihn einfach auf den Hof weg, wenn er dich nervt, der Typ. Dann, okay, laber nicht. Du hast die ganze Zeit hast du mich schon genervt, ey, weißt du. Oder sag vorher Bescheid. Ich sag das und das, weil ich will gern so und so, weißt du. Ja, alles klar. Dann helfe ich ihm noch, dann rede ich für ihn noch, weißt, dann geht das schneller. Aber doch nicht so ein Scheiß. Ja, und genau solche Punkte, da suchen die, ne? Und wenn sie den finden und das wissen auch, dass du in der Gruppe dann so agierst, auch, so, dann bist du voll gefickt. Also, da gibt tausend Gespräche wegen, Alter, bloß weil ich meine Ruhe haben wollte, weißt du? Du kannst da wenig drehen und schieben, die erwischen dich immer so. Die freuen sich darüber, wenn dann genau so ein Reibungspunkt in der Gruppe entstehen, ne? Einer scheiße labert, der andere ist genervt und haut voll rein in die Kerbe. Jo, und jetzt haben wir eine Diskussion, Jungs, jetzt machen wir Therapie. Oh Mann, ey. Ja, das musst du dann halt, ich bin ja nicht blöd, aber da musst du erstmal hintersteigen, ne? Wenn du anspringst in der Gruppe, dann hast du gleich dein Thema. Dann bist du plötzlich Thema, nicht mehr er. Dann wechseln wir mal eben zu dir. So, jetzt erklär mal, wo kommt deine Aggression her? Und warum? Was redet er denn da? Und wieso stimmt das denn nicht? Und. Ach, hör auf, Junge. Hatte ich gerade schon keinen Bock drauf, weißt du jetzt, was fragst du mich, Alter? Ja. Das ist Therapie halt, ne? Wenn du bist, wie du bist, erwischen sie dich. Also, wenn du deine Marotten an den Tag legst, die kriegen die alle nach und nach, erwischen sie dich. Die kriegen dich. Das ist ja auch das Ziel. Aber selbst wenn du nicht dumm bist, erfährst du das, weil du es dann durch Erleben. Also du weißt es vielleicht vorher schon, das könnte passieren, so, aber da machst du dir gar keinen Kopf drum. In der Situation reagierst du aus der Emotion heraus und jetzt haben wir es. Ja, da ist er, es lebt und jetzt gucken wir mal, was wir da rauspressen können. Ja, er raubt mir meine Zeit. Hallo, die Sonne scheint, weißt du, zum Beispiel. Oder ich will das und das machen oder ich habe einfach nur keinen Bock auf Gruppe. Klar nehme ich das persönlich und ja, das hat auch noch eine Sache mit Sympathie und Antipathie zu tun. Wenn ich den nicht mag, empfinde ich das als beleidigend. So, du Trottel, Alter, lass lieber irgendjemand anders was erzählen. Dem können sie vielleicht wirklich helfen. Weißt du, ein ernstes Problem. Aber das ist doch verschwendete Zeit. Das ist noch schlimmer wie Werbung gucken. Also ehrlich, Werbung gucken ist besser wie das. Das sagt ja schon alles. Wer guckt sich gerne Werbung an? Alle seppen. So, ich würde auch gerne seppen, geht aber nicht. Und jetzt verkneift ihr mal einen dummen Spruch. So,
Du Trottel, wenn das langt schon. Sobald du drauf anspringst, alle gucken dich an. Oh mein Gott, was habe ich getan? Jetzt bin ich Thema. So, ja. Das machst du 3-4 Mal und dann spätestens dann hast du es gemerkt. So, und das schon wieder bei mir. Man hört auf damit. Er ist dran. Nee, jetzt sind wir bei dir. Das ist auch ein Mensch, der mir relativ egal ist. Den kenne ich hier und den sehe ich danach nie wieder. Dann sage ich genau, was ich denke. So auch plump vor den Kopf. Mann, der lügt. Der lügt euch an. Gerade hat er vor, bei der Zigarette rauchen, hat er mir noch erzählt, ja, holt sich einen Fünfer, wenn er hier abhaut. Und jetzt so ein Scheiß. Also nicht, war nicht so, aber so, ah, ich kiffe wieder und dies und das und so. Nee, das will ich nicht und das nicht. Ich habe das offen gesagt, ne? Ich werde wieder kiffen, wenn ich hier rausgehe. Ersten Tag. Ich bin keine 3 Stunden vom Hof, habe ich einen Bon am Hals. War von Anfang an klar. Und er macht da so einen Hermann von. Ja, und noch weniger konnte ich das nachvollziehen bei Jungs, die nicht aus dem Knast kommen. Warum lügt er denn? Der ist doch freiwillig hierher gekommen. Ohne Druck. Der muss doch gar nicht hier sein. Der will doch was verändern. Warum erzählt er Scheiße? Ja, und Einzelgespräche werden zum Teil, wenn da Differenzen auftauchen, wird das vor der Gruppe auch nochmal thematisiert. Dann ziehen die solche Dinger aus dem Einzel in die Gruppe rein und so, ne? Und ja, also viel machen kann man, also man kann da nicht viel täuschen und dies und das, man muss es für sich behalten oder, ja, oder laut die, am besten, sonst geht's gar nicht. So richtig durchschlängeln kannst du dich nicht. Also ich glaube, ich habe das schon so gut, wie es irgendwie nur ging, hingekriegt. So wenig mich beteiligen wie möglich. Aber die lassen das nicht zu. Also gar keine Beteiligung ist nicht möglich. Wenn du nach 8 Wochen nicht das erste Einzel gehabt hast, kriegst du erst auf Abmahnung. So ungefähr, glaube ich, war das dieser Zeitrahmen. Du musst, also die Einzel, die holen nicht, na klar, aber ja, das kannst du mitmachen oder auch nicht. Ein ernstes, ein richtiges Einzelgespräch, wo was passiert ist, wo mindestens erstmal schon die Kindheitsphase aufgemacht worden ist. Wo kommst du her? Wer bist du? Was ist dein Ursprung? Wie hast du dich als Kind schon verhalten in bestimmten Situationen? All so ein Scheiß, ne? Also ich kann mich erinnern, da in Düstern, also in Hohe Horst in Bremen, da ging das auch so in die Richtung, auch auf Familie. Aber da, das, ja, da rein, da raus, so richtig habe ich das nicht aufgenommen. So. Und da habe ich auch eine Scheiße erzählt bestimmt. Also nicht mal ansatzweise so Therapie gemacht, wie ich dort von Anfang an schon mitgemacht habe, im Verhältnis jetzt, ne? Da war alles andere wichtig, nur die Therapie nicht da in Hohe Horst. Ne? Sind ja auch schon wieder ein paar Jahre vergangen. Ja, und da, wie gesagt, ich hatte da kein Problem mit, obwohl ich, wie gesagt, die ganze Zeit die Behinderung hatte, mich dem zu öffnen. Das hat denen aber schon gelangt. Die haben auch, weiß auch, es war ja auch kein Geheimnis, dass ich das bei dem nicht richtig hinkriege. So, das habe ich ja, und deswegen, ich hatte so keinen Stress mit, ne, mit irgendwie nicht teilnehmen oder so. Aber ich habe schon geguckt, dass ich mich schlängel irgendwie, ne. Ja, klar spiegelt mich das auch, aber man kann das machen und man kann das verkacken, ne. So, man kann, weißt du, der hätte ja das dazu sagen können. Ja, aber in der Gruppe sage ich gleich das und das. Ich will mir ein paar Pluspunkte holen. Alles klar. Hat er laut gesagt, gut, gar kein Problem. Das laut sagen, dann kommt's wieder, ne? Um zu verstehen, was in dem anderen passiert. Aber er hat kein Bedürfnis, sich mitzuteilen. Er erzählt mir Scheiße und dann erzählt er da Scheiße. So. Und vermutlich wird nur die Scheiße passieren, die er mir erzählt. Aber nicht das, was er dem Therapeuten erzählt. Das ist gelogen. Klar spiegelt mich das und natürlich nervt mich das. Wen nervt das nicht? Mal ehrlich. Aber da ist auch gerade der Prozess, wo ich das verstehe, wie nervig das für mein Umfeld ist, ne? Wenn ich so bin. Obwohl ich da wesentlich geschickter bin, davon mal ab. Aber ja, wenn es auffällt, nervt es, ja, ganz klar. Ja, aber das ist genau der Punkt, wo ich in meinem bisherigen Leben aussortiert habe. Du gehörst nicht dazu. So. Und du gehörst dazu, weil mit dir geht das, auch ohne Reden dann. Ich weiß, wer eine Scheiße labert, sein Gesicht sagt es mir dabei. Da kann man schlecht aussortieren, der sitzt mit dir in dem Raum, weil der da sitzen muss jetzt. Und ich komme auch nicht drum rum, mir das zu geben.
Wie gesagt, und Anspringen ist gefährlich für einen selbst. Dann wirst du thematisiert. Und da ist aber auch wieder ein Punkt, wo ich was gelernt habe. Dinge einfach auszuhalten. Ganz schwerer Punkt für mich. Ich kann schwer Dinge einfach so akzeptieren, wenn ich das anders möchte. So, ich suche immer einen Hebelpunkt oder einen Ansatzpunkt, wie ich das managen kann, dass das so läuft, wie ich das möchte. Und das berauben sie dir. Sie nehmen dir diese Möglichkeiten, so gut es geht. Natürlich bleibt immer noch ein Rest, so, wo man unbeobachtet ist oder nur mit seinen Jungs rumhängt und so. Das bleibt halt auch nicht aus. Aber da kommt dann wieder ein Punkt, den man lernen muss. Eigenverantwortung. Sich selbst einen Gefallen tun und. Den ganzen Scheiß. Also egal, was du tust oder nicht tust, ob du das hintenrum illegal machst oder nicht, das sind alles Punkte, um was zu lernen. Überall. Ich komme nicht drum rum um Lernen. Die ganze Zeit nicht. Ich muss mich anpassen. Was ich noch nicht mal als nervige Aufgabe empfinde, das Lernen, mich dort auch anzupassen, weil das habe ich ja immer versucht, überall so auszusehen, wie es gerade gefragt ist, sofern es meine Fresse zuließ. Wenigstens der erste Eindruck. So. Das war noch ein Ding, was die ja natürlich unterbewusst auch noch fördern. Ne? Dann so. Aber eigentlich ist der Plan, dass ich das ablege. Aber überall gibt es Reibungspunkte. Ich kann gar nichts machen, ohne dass ich irgendwo an einen Reibungspunkt komme.